Mr. Freeze und die Regulators. Eine gefährliche Kombination. Ich glaube, sie haben noch nie für jemanden gearbeitet. Er kann ihnen die Technologie und Ausrüstung ihrer Kühlschrauben geben. Aber mit Freeze schalten wir auch ihren neuen Waffenlieferanten aus. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
muss weitersuchen. Batman wollte, dass wir hier etwas finden. Batgirl identifiziert. Identität bestätigt. Position am AR-Gerät gesendet. Hey, Alfred. Hat Bruce je davon gesprochen, Vorräte in der Stadt zu verstecken? Wir haben ein Lager gefunden. Es waren ein paar nützliche Sachen darin. Master Bruce hatte immer gerne einen Plan B. Die Vorräte in diesen Fächern haben ihm des Öfteren lange Wege zurück zur Betthöhle erspart. Wenn Sie sich genauer umsehen, finden Sie in Gotham sicher noch ähnliche Lager. Praktisch. Mal sehen, ob ich die anderen finde. Das ist Eintrag BT01. Alfred hat mich ermutigt, mir die Zeit hierfür zu nehmen. Persönliche Aufzeichnungen scheinen bedeutungslos im Angesicht der Arbeit. Aber er bittet mich um kaum etwas. Vor einem Jahr bin ich nach Gotham zurückgekehrt. Finsternis gab es schon immer in dieser Stadt, aber meist im Verborgenen. Jetzt tritt sie offen auf. Die Polizei ist korrupt und ignoriert die Gewalt. Irgendjemand musste etwas tun. Batman fühlte sich notwendig an. Nach einem Jahr ist klar, er ist notwendig. Nur er spricht die Sprache, die Gothams Feinde verstehen. Angst und Gewalt. Es klappt. Ich weise langsam das Chaos in seine Schranken, muss aber vorsichtig bleiben. Batman steht immer auf Messers Schneide. Lasse ich ihn zu weit gehen, wird er wie sie. Das darf nicht passieren. Batman tötet keine Kriminellen. Er muss einen höheren Standard setzen. Wie Alfred sagt, sich gewaltsam Impulsen zu ergeben, ist einfach. Um sie zu kontrollieren, braucht man Mut. Batman mit Blut an den Händen wird Gotham nicht helfen. Ich tue, was ich kann.
Batman darf nie aufhören, nach Höherem zu streben. Nicht alle Kriminellen verstehen nur Gewalt. Manche brauchen einfach Hilfe. Oh, Alfred hatte recht. Mir geht es etwas besser. Zumindest glaube ich, all das besser zu verstehen. Vielleicht helfen mir diese Aufzeichnungen eines Tages. Sollte ich jemals an Batman oder Gotham zweifeln. Aber das kann und muss warten. Im Moment bleibt viel für Batman zu tun. Dieser Kampf ausgeht.
Luft am Boden. Sanitäter kommen zu ihrer Position. Hier ist es nicht sicher. Security. Es muss doch einen Eingang für Fledermäuse geben. Münze mit seinem Profil. Diese Leute leben in einer anderen Welt. Ein Leitfaden für US-Steuerrecht? Pinguin nimmt seine Masche als echter Geschäftsmann ernst. Boomerangs kommen wirklich zurück. Der Captain hoffentlich nicht. Pinguin liebt seinen Trickregenschirm. Clock King. Den Namen habe ich ewig nicht gehört. Hab die Fledermaus mit. Ist definitiv was faul. Heilige Scheiße! Nein!
anfing. Crew im Anmarsch. Und zwar nicht unsere. Du gibst ja schnell auf. Nur ich bin noch da. Geschlossen. Nicht überraschend. Die Tür ist aus Sandelholz, handgemacht. Die Reparatur wird schweineteuer. Ich verschwinde, wenn du ein paar Fragen beantwortest. Lächeln? Ein virales Video, wie du einen gebesserten Bürger angreifst, wäre auch gerade nicht so schön. Gebessert. Ich sollte Blackgate mehr zutrauen. War wohl sehr einsam, so ganz allein einzusetzen. Bist ja gut informiert. Wer hat deine Freunde rausgeholt und warum? Wenn du in dieses Kaninchenloch willst, gibt es kein Zurück mehr. Das solltest du wissen. Das macht mir keine Angst. Ich sag's mal ganz deutlich. Ohne Batman bist du Zeitverschwendung. Hau ab! Ich habe viel zu tun. Das sind alles Spezialanfertigungen. Sehr wertvoll. Hey, vorsichtig. Einige davon sind Erstausgaben. Komm wieder, wenn du es ernst meinst. Glockenturm? Pinguin ist nicht kooperativ. Was immer er weiß oder nicht, er schweigt. Dann kommen Sie zum Glockenturm zurück und wir überlegen weiter. Verstanden. Danke. Mit wem du dich anlegst.
Hat hier eine dieser Rechte? Wie unpräzise! Lass sie los! Hinter mir her! Mach's hoch! Zeig mir, was du drauf hast, Batgirl! Hector, ich brauche Platz zum Schießen! Du hast doch keinen. Den knall ich ab. Hin? Idiot, du wolltest ja nicht. Das muss ich mir anschauen. Der Brand ist her.
bestätigt. Eintrag BT-17. Seit meiner ersten Aufnahme hat sich so viel verändert. Ich dachte die ganze Zeit, Batman könnte alles alleine schaffen, in vollkommener Geheimhaltung. Aber das geht nicht.
Convention? Schon gehört, uns erwartet eine Hilfe. Ja, ich wollte meine Marathonzeit verbessern, aber... Das ist ja blöd. Vielleicht gehe ich in die Gotham Galleria. Die ist wenigstens klimatisiert. Schön, dass du uns hilfst. Gibt es irgendeine Convention? Erinnerst du dich an Sam aus der Logistik? Der Kauz mit dem schlaffen Haar? Der immer über die Opfer. War das einer dieser Räche? Du bist Batgirl. An der Tafel stehen neue Informationen. Ja? Könnten Sie ein Auge auf Master Jason haben? Er ist seit Star Labs ziemlich aufgewühlt. Dass Freeze entkommen ist, war echt bitter. Pinguin weigert sich zu reden. Anscheinend nimmt er uns nicht ernst. Es mag überraschen, aber Batman stand zu Beginn seiner Karriere vor ähnlichen Herausforderungen. Darum konzentrierte er seine Energie zunächst auf andere Bereiche der Stadt. Als sich seine Arbeit herumsprach, wurden die Leute zunehmend kooperativer. Die Stadt. Wir waren so mit Batmans letztem Fall beschäftigt, dass wir Gotham vernachlässigt haben. Gotham weiß nicht, dass Batman weg ist, aber es spürt seine Abwesenheit. Es gab einen starken Anstieg der Bandenkriminalität. Ganz zu schweigen von Oswalds Geschäften. Wenn wir diese und ein paar andere Verbrechen aufdecken, wird er vielleicht doch reden. Außerdem gibt es Nachrichten von Lucius Fox und Detective Montoya. Sie können vielleicht helfen. Danke, Alfred. Manchmal muss ich die Dinge mit Batmans Augen sehen. Lustig. Das Gleiche hat er immer über Batgirl gesagt. Eine verschlüsselte Nachricht von Fox Tecker. Hier, Lucius. Tut mir leid, dass ich mich nach der Beerdigung nicht gemeldet und keine Blumen geschickt habe. Wenn du irgendwann in der Nähe bist, komm bei mir vorbei. Ich möchte dir gerne persönlich welche geben. Lucius Fox will uns Blumen geben?
Kennt er keinen Lieferservice? Wie ich Lucius kenne, hat er vermutlich etwas viel Nützlicheres für uns. Wenn Sie Fox Tekka erreichen, gehen Sie direkt aufs Dach.